Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres YouTube-Service-Magazins. Heute geht die nicht leer aus, es liegt nur noch nicht am Tisch. So, es ist unsere TRX-Zusatzscheinwerfer, also TRX-2-Zusatzscheinwerfer. Es ist im Prinzip ein Zusatzscheinwerfer für den Offroad-Bereich am Fahrzeug mit einer entsprechenden ECE R112-Zulassung. Und diese 112-Zulassung ist ja sozusagen die Zulassung als Fernscheinwerfer am Fahrzeug. Genau, machen wir gleich hier ein Unpacking. So, leer ist es. Den Rest haben wir da weg. So, also unser TRX-2-LED-Zusatzscheinwerfer. Wie gesagt, das ist ein Zusatzscheinwerfer für den Offroad-Einsatz, aber auch legalen Onroad-Einsatz, weil das Modul oder der Scheinwerfer eine ECE R112-Zulassung hat und das heißt, er kann legal paarweise als Fernscheinwerfer eingesetzt werden, auch im öffentlichen Straßenverkehr. Große Besonderheit ist, sieht man vielleicht hier ein bisschen besser, es ist eine Mischung aus insgesamt 12 Modulen mit jeweils 3 Watt. Wir haben bei knapp über 2000 Lumen Lichtleistung und der große Clou an dem Ganzen ist, wir haben hier jeweils so Viererfelder und wir sehen, vielleicht hier etwas besser, wir sehen hier klar, wir sehen hier etwas geriffelt und wir sehen hier wieder klar. Der große Vorteil bei dem Scheinwerfer ist, dass wir eine gemischte Kombination aus Flutlicht und aus Spotlicht haben. Das heißt, wir haben nicht nur einen Spot fürs Fernlicht, sondern wir haben auch das mittlere Feld für den Nahbereich, für die Ausleuchtung im Nahbereich. Und somit ist der Scheinwerfer durch diese Kombination aus Flutlicht und Spotlicht eigentlich ideal für alle möglichen Einsätze. So. Wir haben hier hinten den Kabelaustritt, der hier seitlich ist. Wir haben dann hier im Lieferumfang enthalten dieser Deutschstecker. Schaut dann so aus. Das ist alles im Lieferumfang enthalten. Hat natürlich den großen Vorteil, wenn dieser Scheinwerfer irgendwann einmal nicht funktionieren sollte, dann kann der schnell einfach ausgetauscht werden. Das heißt, wir haben hier diesen zweipoligen Deutschstecker, stecken das hier ein. Das rastet ein, der ist wasserdicht. Und hier dann diese, hier einfach Plus und Minus. Also wegen Kollegen hier, die Kamera mal etwas geblendet, blende ich euch auch noch kurz. Das heißt, wir sehen hier, glaube ich, du musst es hier ein bisschen seitlich legen, du musst halt jetzt die Augen zumachen. Wir haben halt, wie gesagt, hier diesen Spot, diesen Fernlichtbereich und hier in der Mitte die Ausleuchtung fürs nähere Umfeld. Man tut sich das in der Kamera halt immer sehr schwer, aber vielleicht hier hinten auch. Man tut sich in der Kamera immer ein bisschen schwer, diese Helligkeiten darzustellen, noch schwerer weiß auf weiß und tagsüber. Aber der Scheinwerfer ist wirklich sehr hell und wie gesagt, hat eine entsprechende Zulassung. So. Wir haben bezüglich der Montage hier 3 Möglichkeiten, oder die alle beiliegen sozusagen. Wir haben einmal diese Klammern. Wie gesagt, im Lieferumfang ist das alles enthalten. Wir haben diese Klammern. Mit diesen Klammern kann der Scheinwerfer quasi hier rückwärtig, das hakt hier ein und dann kann dieser Scheinwerfer hier rückwärtig so befestigt werden, irgendwo als Aufsatz. Dann haben wir noch die Möglichkeit einer seitlichen Montage, das heißt mittels dieser Klammern hier, glaube ich, sieht man da ganz schön, kann dieser Scheinwerfer nämlich hier seitlich mittels beigelieferter Schrauben einmal, zweimal so montiert werden und dann natürlich auch entsprechend in der Neigung nach oben oder nach unten noch geringfügig angepasst werden. Und die dritte Möglichkeit, die wir haben, ist diese Montageplatte. Und mit diesen Montageplatten kann der Scheinwerfer, besser nicht mit den Montageplatten, sondern mit diesen Platten hier, kann der Scheinwerfer de facto von hinten irgendwo durchgeschraubt werden. Also wie gesagt, diese Möglichkeiten gibt es alle, diese Möglichkeiten habt ihr alle und das ist auch wie gesagt beim Bike, also bei dem Modell alles dabei und kann entsprechend auch so genutzt werden. Ja, das ist unser TRX-2 LED Fahrscheinwerfer, Zusatzscheinwerfer für den On- und Offroad-Bereich. Wenn ihr den natürlich Offroad verwenden möchtet,
dann braucht euch die Zulassung natürlich nicht interessieren. Ansonsten, wie gesagt, auch ganz normal legal als Paar im öffentlichen Straßenverkehr einsetzbar. Preismäßig liegen wir hier bei knapp 90 Euro inklusive Mehrwertsteuer pro Stück. Also ein wirklich sehr viel Licht für wenig Geld. Ja, alle weiteren technischen Details, Preise, Bestellmöglichkeiten und so weiter findet ihr wie immer auf unserer Webseite unter www.911services.net. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, freue mich über Likes, einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus!